Wenn du jetzt einfach dein Handy benutzt oder jemand etwas erzählst, und zwar über deinen Laptop, du kommunizierst nicht nur, sondern du verarbeitest Daten. Und das bedeutet, dass am Endeffekt Daten nur ein anderes Wort ist für Information bzw. für Wissen und für Interaktion. All diese Sachen haben im ethischen Bereich natürlich eine Verankerung seit jeher. Wenn wir über Meinungsfreiheit reden, reden wir über eine ethische Frage. Wenn wir über Privatsphäre reden und inwiefern Daten, also Informationen über mich nach außen oder weniger nach außen dringen dürfen, ist das eine ethische Frage. Deswegen heutzutage in der digitalisierten Welt, wenn wir über Daten reden, reden wir aber auch über soziale Teilhabe und über ethischen Modellen von Interaktion und Kommunikation. Ethik funktioniert ähnlich wie beim Gesetz. Eher so, dass sie möglichst schlank formuliert wird. Und das, was die Imperative der Ethik ausmachen, die Werte und Normen von Ethik darstellen, ist nicht von irgendeiner Technologie abhängig. Das heißt, es ist technologieneutral. Und es ist auch nicht von irgendeiner Art von neuer Software, Methode der Interaktion abhängig, die nicht erheblich die gesamte soziale Interaktion in Frage stellt. Sprich, wenn wir im Internet miteinander kommunizieren oder wenn der Kühlschrank jetzt auf einmal mit mir kommunizieren kann und mir eine SMS schickt, die mich fällt, ich bestelle jetzt gleich was. Das ist im Prinzip zwar etwas technologisch Neues und vielleicht Lustiges und Befremdliches, aber es stellt die Tatsache, dass da eine Kommunikation stattfindet, nicht so außer dem, was wir kennen. Es ist neu, aber auch nicht rahmenverändernd. Da gelten auch weiterhin die Prinzipien der Meinungsfreiheit, der Privatsphäre, der Diskriminierungsfreiheit. Diese Prinzipien ändern sich auch nicht nur, weil jetzt ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler dazu mit in die Interaktion kommen. Das Problem, das wir momentan beobachten in der Gesellschaft, ist eine allmähliche Unsicherheit, die nicht darauf basiert, dass sowas wie Kühlschränke mit IPv6 auf einmal bestattet werden, sondern über etwas Fundamentaleres, nämlich die Vorstellung des Raums, die Vorstellung der Zeit, die wir bis dato hatten, die haben sich grundsätzlich verändert. Ich weiß nicht mehr, was privat bedeutet. Was ist das Öffentliche, was ist das Private? Und wie bewege ich mich als Wesen in eine Welt, das nicht mehr einfach in eine Dichotomie offline-online zu trennen ist, sondern insgesamt digitalisiert worden ist. Auch Omas und Opas, die sich dem Internet weigern, sind trotzdem im Internet erfasst. Ob sie wollen es oder nicht. Es gibt keine Privatsphäre ohne Öffentlichkeit. Das heißt, natürlich muss die Privatsphäre vor der Öffentlichkeit geschützt werden, aber die Öffentlichkeit muss ebenfalls von der Privatsphäre geschützt werden. Und ich glaube, wir erleben gerade wie beides. Also wir erleben eine zunehmende Privatisierung des Öffentlichen, also die Vorstellung, dass man im Öffentlichen Bestimmtes machen darf, die davor nicht Konsens gewesen wäre. Nämlich zu beanspruchen, dass bestimmte personenbezogene Daten doch nicht öffentlich verwendet werden dürfen, obwohl sie öffentlich zur Verfügung gestellt würden. Diese Dynamik entsteht durch neue Social Media, die einen dazu incitieren, einen dazu sozusagen bewegen, mehr von sich preiszugeben. Andererseits, was wir auch sehen, ist, dass natürlich gerade die Generation der sogenannten digitalen Immigranten, Digital Immigrants, gerade die, die haben ein sehr rudimentäres Verständnis von das, was Internet kann, was da passiert und wie dann technische Prozesse erfolgen. Das heißt, sie sind nicht dessen genau bewusst, was da alles an Daten abgefangen wird. Das bekommt man als Laie nicht unbedingt mit, dass Metadaten natürlich
auch gespeichert werden und dass sie eine Menge von Menschen verraten können. Das ist etwas wiederum, das bei den jüngeren Generationen ganz anders aussieht. Ich glaube, dass, dass die einzige Möglichkeit, Privatsphäre zu schützen, ist mit einer guten Balance zwischen dieses öffentlich suchen und auch öffentlich aufrechterhalten und zugleich auch Privatsphäre achten, und zwar basierend eben auf eigene Entscheidungen. Also was wir auf Privatebene in der Offline-Welt bis dahin immer gesehen haben, ist, dass ein Mensch wusste, wenn ich draußen gehe, bin ich auf dem Marktplatz, da kann ich mich so oder so benehmen. Wenn ich zu Hause bin, in meine vier Wände, sieht es anders aus. Wenn ich bei Tante Gerda sitze und das ist auch noch privat, aber irgendwie sind andere Leute dabei, da habe ich eine andere Regelung zu treffen. Hinsichtlich meine Privatsphäre, hinsichtlich das, was ich preisgebe und was ich nicht preisgebe. Da glaube ich, brauchen wir mehr soziale Konventionen. Das fehlt uns, weil es im Online-Bereich alles so neu ist. Und ich glaube, das ist der bessere Schutz. Und natürlich Verschlüsselung. Bei vielen Sachen kann der User eh nichts machen, sondern ist das dann eine Frage der Regulierung. Also sprich, da glaube ich, muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass es mehr Standards gibt. Denn von einem User verlangen, dass er einen Algorithmus, ein komplexes Algorithmus versteht, das ist schwierig.